Ist es denn wahr? Alter, was ist denn hier los? Nee! Diesmal wollte ich mal direkt zu Anfang direkt mal einen reinballern, Alter. Ach, ist das schön, Alter. Ach, ist das schön. So, wir müssen aber Gas geben. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Schnell hier. Wir wollen noch ein paar Hechte ziehen, eigentlich. Ich stehe hier gerade schön entspannt an guter und alter und bewährter Stelle. Hier oben an der Festung, und da hieß es jetzt die Tage auch aus dem Livestream, Alden, geh mal da hin, Hechte. So, jetzt gehe ich da gerade hin und denke mir, ja, Alter, wenn du jetzt hier schon mal stehst, dann kannst du auch deine Grundrouten auswerfen. Hab hier einfach mal massiv, das ist ja schon nicht normal, ich stand hier gestern mit dem Set noch an der Sura rum, massiv hier reingeballert, Alter, 31 Kilo Vorfach. Einserhaken. Auf dem anderen Ding mit der Trophy war gerade, ist ein 1-0er-Haken drauf. Hier kommen die kleinen Hechte auf dem Topwater. Also, lübt die Stelle. Gute Allrounder-Stelle. Hier teste ich erstmal ein bisschen rum. Ich teste erstmal ein bisschen auf Topwater. Ich will ja eigentlich Hechte, ne? Hechte, am besten schön die mit so 3 Kilo. Für Kaffeeaufträge oder sowas ist das natürlich immer wieder praktisch. Und, das heißt, so drei im 3-Kilo-Bereich wäre das schon gut. Vielleicht mache ich auch, habe ich Köderfische? Vielleicht fange ich ja einen Köderfisch, dann haue ich einen Köderfisch dran. Könnte ich ja auch nochmal machen. Das wäre doch mal was. Und jetzt teste ich, wie gesagt, erstmal so ein bisschen hier die Topwater durch. Nebenbei noch, nebenbei natürlich hier noch mich um die Trophys kümmern. Und dann, hoppala, guck mal da. Erster Hecht, der mal ein bisschen mehr. Na, guck mal da, da 3,4 Kilo. Das ist doch schon schön. Jetzt ziehen wir den hier einmal, zwei, dreimal, viermal durch. So. Und jetzt kümmern wir uns um die andere Route. Warum so schon mal durchziehen? Weil dieses Warten lassen bringt auch schon mal was. Das heißt also ruhig mal den Köder eine Zeit lang dann ruhen lassen. Und dann, also ein bisschen diese Führung machen, zack, dann steht ja immer hier das Gieren und so. Das sollte schon immer im Fokus stehen, dass man das Gieren auch hinbekommt. Aber dann auch ruhig mal eine Pause machen, dass es wieder weg ist. In dieser Zeit, wo diese Pause ist, kann halt immer noch irgendwo der Fisch generiert werden. Dann braucht er ja auch noch eine Zeit, bis er angeschwommen ist. Oder Raps. Das ist auch der Grund, warum... Da gibt es ja gerade im Forum und so oder auch hier im Ingame-Chat kommen ja manchmal diese Meldung, dass man irgendwie keine Shader verwenden oder irgendwie so Shader-Veränderer, bla bla bla, dass man irgendwie durchs Wasser gucken kann. Darf man halt nicht verwenden, weil man dann halt sieht, wann die Fische ankommen. Verständlich, ne? Dass man dann sowas irgendwie nicht verwenden sollte. Soll ja alles fair bleiben. Was eben auch häufig passiert ist, gerade hier beim Hechtangeln passiert mir das häufiger. Wirklich, dass du dann ziehst und am Zuppeln bist und dann so, ach ja, komm, letzten Meter, ziehst du gerade rein und dann siehst du ihn so, oh, nein. Dann ist er weg. Knapp dran vorbeigeschossen dann der Hecht, Alter. Das wär's. So, ich dreh mal ein bisschen langsamer hier. Das ist mir auch noch ein bisschen zu schnell. Ich muss mal gucken, ob ich hier nicht eine schöne... Gehen wir mal auf 20. Ein schönes Tempo. Ja. Ja, sieht schon gut aus. Ist aber auch noch ein bisschen zu schnell. Machen wir mal so auf 15. Wie er schön rüber hoppert. Ja, Topwater. Wenn ihr noch keine Topwater könnt, immer wieder auch gerne natürlich hier an der gleichen Stelle mit den Blinkern probieren. Blinker hat man ja relativ schnell drauf. Und dann natürlich schön hier durchblinkern. Gerne auch jiggen oder so ein bisschen Führung mit Zwischenstopp.
dass man halt eine Zeit lang einkurbelt und den Köder wieder absinken lässt. Das hilft auf jeden Fall. Topwater ist auch immer wirklich gut. Also ich liebe ja Topwater-Angeln, weil es halt so entspannt ist. Man muss da nicht so genau darauf achten, wie man jetzt rumzippelt und zuppelt, sondern kann einfach so ein bisschen ziehen. Rechte Maustaste. Und dann zuppelt der halt so schön rum. Übrigens, die Frage kommt immer wieder. Ja, Alter, wie machst du denn das mit der, dass die Route so nach rechts geht? Das ist halt köderbedingt, ne? Also je nach Köder macht er mit der rechten Maustaste halt eine etwas andere Bewegung. Und beim Topwater ist das eben dieses Gieren. Ja, wir können auch noch mal eben kurz reingucken vom Setup her. Das ist ja hier eine normale Spinning-Route. Vom Setup her bin ich natürlich relativ massiv gerade unterwegs. So dick muss man für den Hecht natürlich auch nicht unterwegs sein. Wenn man so ein 13, 14 Kilo Setup vielleicht am Anfang hat oder irgendwas um die 20 Kilo, um da entspannt unterwegs zu sein, ist das natürlich angenehm. Wenn ich mir vorstelle, hier meine Jerk-Route, da ist nur eine 17 Kilo Rolle drauf, reicht natürlich völlig sowas, ne? Alter, was haben wir denn da, Dickes? Schön Schuppi hier, oder was? Schön auf dem Tauwurm, guck dir das an. Und das Ganze auf dem 1-0er Haken, auf den deutlich größeren und auf dem 1er Haken, tut sich nichts. Das ist ja ein Dingen. Ja, dann, wo waren wir noch? Dann zum Setup. Natürlich eine passende Schnur wählen und ganz wichtig natürlich das Vorfach nochmal wählen. Ich habe ja schon einige Videos gemacht zum Hechtangeln und immer wieder wird natürlich auch gesagt, ja, Alter, Rute zusammen, falsch zusammengebaut und was nicht alles. Bei einem Hechtangeln ist es nicht so wild, wenn das Vorfach mehr Tragfähigkeit hat und dicker ist als die Hauptschnur. Das heißt, ich könnte hier theoretisch, okay, das habe ich gerade ausgeworfen, ich könnte hier theoretisch auch eine 17 Kilo, eine 20 Kilo Schnur drauf machen. Hier in dem Fall ist es wichtig, dass das Fluorocarbon sehr dick ist. Wenn ihr euch das mal anschaut, Fluorocarbon alleine, können wir mal eben gucken. Fluoro, ja, vielleicht eher so. Auch nicht drin. Wie heißen die Dinger denn? Da sind sie doch schon hier, die Schnüre. Hier, Fluorocarbon mit, hier ist sogar eine mit 35 Kilo Tragfähigkeit, hat eine Dicke von 0,8 Millimeter. 0,8. Dagegen die Microbraid 0,04. Richtig geil halt fürs Angeln am Windenbach, hatten wir ja jetzt zuletzt. Aber 0,8, das heißt, wenn ihr euch daraus einen Vorfach baut, ist das schon mal richtig schön dick. Und das ist halt entscheidend, weil diese dicken Schnüre kriegen die Hechte dann eben auch nicht durchgebissen. Wenn ihr euch noch keinen Vorfach in der Art bauen könnt, dann natürlich einfach einen Stahlvorfach verwenden. Auch beim Stahlvorfach, ich habe hier in der Regel, jetzt muss ich gerade nochmal eben gucken, wo haben wir denn die Vorfächer? Hier sind die doch mit bei. Steel, bla 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 bla, genau. Genau, ich hatte in der Regel, also eine ganz lange Zeit lang, hatte ich ein 30 Kilo Stahlvorfach. Ich würde auch gar nicht weiter drunter gehen. Holt euch einmal ein fettes Stahlvorfach und gut ist. Man kann sich auch ein 45er holen oder so. Wenn man im niedrigeren Bereich unterwegs ist, was man gut machen kann, zum Beispiel, wenn man auch da wieder am Windenbach unterwegs ist und man ist mit einem Spinner dann da zugange und will da irgendwie ein paar Barsche und sowas auch alles rausziehen, dann ruhig einen 8 Kilo Stahlvorfach hier nehmen. Das Ding ist top, funktioniert auch wirklich gut am Windenbach und da beißen immer noch die Fische drauf. Auch wenn man ja sonst sagt, ja, Stahlvorfach, da geht nichts mehr, außer der Hecht. Aber in dem Fall hier funktioniert es und wie gesagt, vielleicht auch am Windenbach liegt es vielleicht ja auch noch extra dran oder die Fische sind vielleicht so ein bisschen so getrimmt. Also da scheint das so ein bisschen wurscht zu sein. Vorteil ist, dass euch die Spinner nicht ständig abgefressen werden, wenn man da halt zugange ist gerade. So, jetzt müssen wir aber auch ein bisschen Gas geben hier,
weil Hecht hat ja immer gewisse Zeiten. Das heißt, im Idealfall so von, ja, wenn es langsam hell wird, ich versuche immer so gegen 6 Uhr morgens dann schon am Spot zu sein, bis ungefähr mittags, 11 Uhr, 12 Uhr, dann kommt so langsam eine Flaute. Und dann geht es weiter gegen 17 Uhr ungefähr, bis es dann dunkel ist. Das kann schon mal, also je nach Gewässer, aber ich sag mal so 23 Uhr, manchmal sogar vielleicht sogar bis 0. Und dann ist auch meistens dann Ruhe im Karton. Also das sind so die Hauptzeiten. Zack, da geht auf dem letzten Meter noch. Also sehr viel Kleinkram jetzt hier, ne? Schon mehrere kleine gehabt. Also so ganz viel, ganz lange stehe ich ja jetzt noch nicht hier. Geschweige denn, dass ich hier gerade aktiv angel. Mehr am Quatschen als am Rausziehen. Aber da muss noch was gehen. Wenn ihr könnt, man kann natürlich auch Jerk testen. Ich guck gerade mal, wo habe ich denn meine Jerk hingeballert? Mit der Jerk. Schön reinjerken. Alter, einfach zu viel, ey. Ich muss mal wieder ausmisten, ne? Wo ist sie denn, Alter? Ah, hier. Einfach zu viele Dinger wieder hier im Inventar, ey. So, ich bin da gerne so bei Einholgeschwindigkeit 30. Mit meinem Setup hier. Und dann auch einmal ein bisschen durchziehen. Wenn ich jetzt gerade schon gesehen habe, in den Rekorden hier hat ein bräunlicher hatte für Biss gesorgt. Dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht gleich nochmal irgendwas finde, was von der Farbe ähnlich ist. Gleiches hat gestern auch am Ladoga funktioniert. Da war am Ladoga halt mehrfach ein grüner Köder drin. Daraufhin habe ich dann diesen hier gewählt und auch direkt was gefangen. Und ich probiere mal vielleicht den hier. Das ist so im Orangeton. Vielleicht triggert das ja. Das ist auch nicht ganz so groß. Das ist einer von den selbstgemachten Ködern. Ein bisschen schneller. Ja, und das ist eigentlich der Knackpunkt dann immer so beim Hechtangeln, ne? Köder testen, Farben ausprobieren, welche Farbe funktioniert gerade. Das ist so das Wichtigste. Nehmen wir mal den hier. Und dann auch hier jetzt, das ist jetzt wie gesagt, zack, geht einer rein. Das ist wie gesagt hier die Jerk-Route. Auch ein ganz schweres Gerät oder die schwerste Angelmethode im Spinning-Bereich. Zack, 3,2 Kilo, hervorragend. Ein vielleicht noch, wäre nicht schlecht. Aber es scheint hier immer noch ein bisschen schwierig zu sein. Ich glaube, ich werde gleich noch mal ein bisschen rumprobieren hier mit den Huntern. Einfach Hunterköder, beziehungsweise vorher gucken wir mal eben, was hier los ist. Irgendwie nicht so wirklich viel. Hier gerade auch nicht mehr. Oder wir machen einfach mal für Spaß hier. Wir ballern mal vor Spaß hier einfach einen Frosch rein, Alter. Zack. Köderfischmontage. Dann müssen wir aber hier ein ganz leichtes Blei nehmen. Und ich baller hier auch das dicke Vorfach dran. Ich mache einen 1-0er und einen Frosch. Ha! Da bommelt da der Frosch. Juhu! Wo ist er denn? Ach, guck mal, da unten. Da ist er schon. Der Frosch, und wie er am Rumzappeln ist. Na, Alter, willst du weg? Hier! War vielleicht ein bisschen weit, ne? So, dann lassen wir mal hier vorne so ein bisschen rumspielen, den Frosch. Und währenddessen gehen wir mal hier auf den Hunter. Hunter, natürlich die Klassiker. Am besten für den Anfang immer die 1er-Serie holen hier. Hunter 1. Zack, auch so ein bisschen Barschfarben. Und dann einfach mal ein bisschen durchziehen hier. Pause machen.
Weiter durchziehen. Wieder ein bisschen Pause machen. Und so weiter. Wenn dann irgendwann steht Grundberührung, ja, dann ist halt, ne, da kann man schon jiggen. Ein, zwei Umdrehungen. Einfach so für den Anfang relativ entspannt. Na, geht dein Hecht rein? Guck mal hier, wie schnell. Das ist ja nett, ey. 1,5er Hecht, schön. Ich werfe auch noch mal ein bisschen weiter raus. So. Das ist doch schon nett. Ja, da hatte ich vor langer Zeit, gab es mal ein ganz wildes Turnier hier, ey. Mehrere, ich glaube 2 Tage ging das von der Dauer. Und es ging ums Gesamtgewicht Hecht. Das war schon geil. Oh, geil. Guck mal hier, auf dem Hunter. Und da konnte ich das Turnier, ach guck mal, ein Döbel, Alter. Lange Zeit konnte ich das anführen und dann irgendwann, also mit dieser Methode, 2-mal Frösche noch draußen gehabt. Plus hier, an genau die Stelle, plus hier mit der Jerk. Guck mal, ich habe hier Einholgeschwindigkeit 15, relativ langsam, einfach nur durchgezogen. Das kann aber so beibleiben, ey. Ist gerade jeder Wurf ein Biss. Das war nochmal absinken. Ja, schon mal nicht schlecht. Vor allem die Hunter, ne? Die großen Köder, die kannst du halt so easy rauswerfen und so. Das ist schon ganz praktisch. Das ist aber was Kleines, Alter. Was haben wir denn da Kleines, ey? Ja, das muss man halt dann ein bisschen abwägen, ne? Also, so einen Frosch zu angeln, der dann auch noch genau richtig ist, dass man ihn zu einem Köder verarbeiten kann, ist ja auch nicht so einfach. Deswegen, also ich mach das mit dem Froschangeln äußerst, sagen wir mal, selten. Köderfischangeln an sich ist ja eigentlich immer ganz geil. Aber man muss halt echt schon gucken, lohnt sich das mit dem verballerten Köder? Man muss halt die Zeit quasi einrechnen, die Kosten einrechnen. Ah, ist halt immer schon ein bisschen tricky, ne? So, mal gucken. Jetzt machen wir mal weiter nach hinten. Zack, richtig schön weit. Und dann Einholgeschwindigkeit mache ich mal ein bisschen höher. Machen wir mal so eine 25. Und jetzt mache ich einfach mal so eine Jig-Führung. Zack. Einfach immer anderthalb Umdrehung. Fürs Hechtangeln einfach mal so ein bisschen gröber auch dran gehen. Zack, da ging schon was rein. Na, hat wieder losgelassen. Jetzt wieder rein. Oh, das ist aber was Kleines, Alter. Das ist aber was Kleines. Ja, ab 700 Gramm maßig, ne? 600 noch was. Das ist ein bisschen mau, ey. Ab, zack. Das ist geil. Also dieses Anschlagen jetzt, was das sieht nochmal ein bisschen besser aus. Guck mal hier. Schön, 2 Kilo. Das ist ganz geil gemacht. Also wie die Fische jetzt reinballern, gerade beim Spinning. Alter. Schön. Jawohl, ey. 1,9. Na, ich könnte natürlich also für Action sorgen, ne? Einfach mit der nächsten Rute auch nochmal was reinballern. Aber dafür, wie gesagt, sind mir dann die Frische doch zu schade. Die hebe ich mir einfach auf, wenn mal wieder so ein Turnier ist oder sowas. Wenn man da mal so ein bisschen dominieren will. Dafür ist das dann ganz praktisch. Ja, und sonst von den Ködern. Es heißt tatsächlich testen, testen, testen. Von daher ist es im Anfängerbereich natürlich äußerst schwierig, weil man nicht so viel Auswahl hat. Das heißt, mit weniger Auswahl einfach weniger Chance, irgendwo genau den richtigen Köder zu finden, wo es dann auch richtig reinballert, ne? Da dann am besten immer in die Rekorde reingucken, natürlich nach dem richtigen Gewässer schauen. Rekorde an dem Gewässer, wo man gerade ist.
aber im Idealfall dann natürlich auch an, in die wöchentlichen und nicht auf Allzeit. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich nochmal anderes finde. Nochmal einen anderen Köder. Ach, jetzt guck dir das an, Alter. Da fällt es mir wieder auf. Mit meinem Spinning-Account, Spinning Only, ich habe die nämlich schon gesucht. Habe ich die gesamte Serie von diesen Ugly Fellows hier. Und ich habe gerade schon geguckt, wo sind die denn alle? Ich habe die auf dem Main-Account gar nicht, ey. Die laufen top hier. Das sind auch richtig gute Hechtköder. Da sind sie. Bisschen dicke Haken, ne? Egal. Dicke, fette Ugly Fellow. Ganze Serie am besten einmal durchkaufen für den Anfang. Und dann mit den Dingern schön auf Hecht probieren. Vorteil davon ist einfach, dass die so eine geringe Tauchtiefe haben. Und man kann einfach richtig schön damit so durchtwitchen. Die tauchen halt wieder schön hoch. Und das sind genau die Bewegungen, die halt den Hecht so schön triggern. Sonst halt bei den Wobblern immer drauf achten, dass es Köder sind, die auch schwimmen. Dass die eben genau wie der hier immer wieder auftauchen. Das ist genau das Richtige. So, gucken wir nochmal nach dem Funky Minnow. Elva hier, Floating, Haken sind auch richtig, jawohl. Und dann sind wir gleich zeitlich auch wieder ganz gut dabei. Jetzt war ja gerade so ein bisschen die Mittagspause sozusagen. Jetzt haben wir gleich 15, na klar, haben wir schon gleich 16 Uhr. Und dann kann da gleich schon wieder was losgehen. Und da geht's weiter. Und da geht's weiter. Gucken wir mal. Gerade war da so ein Fake-Biss hier auf der anderen Rute, auf dem Regenwurm. Aber der Frosch, Alter. Den schicken wir nochmal ein bisschen durch die Luft. Der soll da hinten nochmal suchen. Und guck dir das an. Hier kommen schon die nächsten Pro-Tipps, Alter, der Fabian. Ballert hier auch rein. Gerade auf Hecht. Er steht auch gerade hier an der Stelle, meine Alter, hier auf Hecht funktioniert. Und tatsächlich auch mit exakt dem Köder, sagt er, fängt er hier ganz gut Hecht. Das ist doch schön, ey. Da stehen wir hier gerade zusammen allen und sind auf Hecht unterwegs. Gucken wir mal. Ja. So, ich baller mal da so hin. Er sagte, er ist da relativ langsam mit unterwegs. Probiere ich auch mal. Vielleicht ballert er ja was gut rein. Auf dem Frosch ist schon wieder einer dran. Aber irgendwie was Kleines. Zieht zumindest nicht mal die Rute richtig rum, ne? Das ist natürlich dann immer für so einen Frosch schade. Ich werde hier mal den Haken ändern. Gehen wir hier mal maximal dran. 4-0er riesig. Und wieder raus damit mit dem Frosch. Wir wollen ja auch die dicken Brocken haben, ne? Ja, und dann jetzt hier mit dem Funky Minnow einfach wieder schön entspannt durchjiggen. Wir haben jetzt 17 Uhr, das heißt, es kann jetzt so langsam losgehen. Die Hechte dürfen wieder. Ich musste einfach länger angeln als geplant. Leute, ab geht ihr jetzt, aber verkaufen mal schnell. Es ist einfach eine der geilsten Stellen im Game, einer der geilsten Spots an der alten Festung da oben. Was will man denn mehr? Ich musste dringend noch die Nacht durchprobieren, ob da nicht noch ein Aal dran geht, gerade wenn ich hier mit Köderfisch zugange bin. Von daher gucken wir jetzt erstmal rein und wir sehen, guck mal, der Aal wäre sogar drin. 5,7 Kilo, muss man doch nochmal ein bisschen probieren. Der Hecht ist drin. Perfekt, Alter, die 100 Silber, die nehmen wir doch schon mal mit. Also, 100 Silber haben wir jetzt also doch schon mal drin in der einen Stunde, die wir jetzt hier sind. Und dazu kommt dann noch der Rest. Und das ist, muss ich sagen, tatsächlich nicht so viel, wie es hätte sein können. Drücken wir uns mal so aus. Also, insgesamt hätten wir die Hechte so verkauft, wären es auch um die 100 Silber gewesen in dieser einen Stunde.
dazu, ja, mit dem Kaffeeauftrag ist es natürlich nett. 177 Silber mal eben in der Stunde gemacht. Mit dem Hechtangeln schmeckt, ja, nebenbei noch ein bisschen was Kleines rausgezogen. Durchaus natürlich möglich, hier die Hechte auch noch zu Fischfetzen zu verarbeiten, die unmaßigen. Also, kann man gut machen, kann man immer wieder gut machen. Und wenn man da nebenbei nochmal eine Trophy rauszieht, dann schmeckt das natürlich besonders gut. Ja, Petri, ihr Krachlatten. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch ab 21 Uhr. Petri.